Meint er etwa das Blut? Er ist völlig fasziniert davon. Vielleicht hat er auch gerade einen Schlaganfall, wer weiß. Kingers, willkommen zu einer weiteren Runde Cheater-Klatschen. Erste Anmerkung. Ich kann nicht in der Runde zurückspringen. Auch nicht, wenn ich live bin und auch nicht vorspringen. Ich kann hier in der Zeitspur auch nicht hin und her springen. Egal, was ich drücke, es passiert nichts. Also, falls ihr noch weitere Tipps hättet, wie man spult, dann könnt ihr mir das gerne raushauen. Aber ich denke, ich muss jetzt einfach weiter so wie immer eben Overwatchen, ohne doppelt und dreifach nachschauen zu können. Ich gucke halt am Anfang an der Stelle immer, ob er wohl durch die Wand guckt, was er hier anscheinend nicht tut. Also zumindest sieht es nicht danach aus. Wobei das jetzt schon... Okay, was war... Er ist schon so passend hingelaufen. Gut, das macht man manchmal, ne? Jetzt habe ich wieder nur danach geschaut und nicht geguckt, ob er vielleicht in Silent Aim, Wurst, Unity, Kartoffelsalat hackert. Da gibt es so riesige Unterschiede und Namen und Lirum Larum. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit und können hier die Augen offen halten. Also unten sind noch zwei CTs. Es sind sogar noch drei. Es ist oben noch einer auf Short. Dieses um die Ecke gucken ist ja eigentlich auch ziemlich normal an der Stelle. Man macht es halt so. Man checkt ja ab, ob der Hase... Okay, wartet mal. Jetzt will ich hier mal kurz gucken, wie er jetzt hier gleich... Okay, geprefired, aber den hat man ja auch... Aha! Habt ihr das gesehen am Schluss, wie der Headshot reingegangen ist? Er schießt, dann würde ich jetzt Name Assist vorschlagen. Und jetzt werden wieder Tausende kommen, die sagen, bist du behindert? Das ist nur mal du Silberbist oder was? Dabei bin ich ein Global. Und das kommen andere und sagen, Alter, du hast recht. Und wenn ich es nicht sage, kommen andere und sagen dann, der war doch eindeutig ein Aim Silent Hill an. Lass mal kurz gucken. Er aimt wieder da an die Kante. Das zeigt uns schon mal, dass er das eigentlich, dass er das wohl oft machen. Hört man den rechts da? Nein, er hört ihn nicht. Er wartet aber so komisch. Pass mal auf, wie er jetzt rüberzieht. Da das Fadenkreuz jetzt eben bewegt, es sah fast so aus, als hätte sich der Gegner in sein Fadenkreuz geportet. Yes, my friends, yes! Ich würde sagen, das ist die Bestätigung, dass er hackt. Ich würde mich hier jetzt schon für einen kleinen Aim-Hack entscheiden. Bei Wallhack bin ich mir nicht so sicher, er hat einfach nur halt gut abgeaimt, finde ich. Also gerade am Anfang, was erst verdächtig aussah, war dann aber doch wiederum einfach nur dieses schon mal hin-aimen, wie es halt so ist. Er macht das jetzt im Moment ja auch, nur dass da halt keiner steht. Mal schauen, was er mit dem da hinten macht. Ich habe wieder auf der halben Geschwindigkeit. Ich mache jetzt mal schnell, einfach um zu gucken, wie er den Headshot da oben drückt. Er hat den gesehen, Ach, oh, er ist schon tot. Ob er den klatschen kann, ich weiß es nicht. Er ist ziemlich langsam und er hat eine Waffe ohne Skin. Das zeugt auf jeden Fall von Cheat-Verhalten. So, pass mal auf, ich will die Reaktion jetzt sehen. Okay, Standard, völlig Standard. Das sind jetzt drei auf A. Okay, und die hat er gefressen. Die Kugel. Oh, jetzt sind sie bei City. Das ging jetzt aber flott. Mir wurde auch gesagt, dass es immer x Runden sind. Eine feste Anzahl von Runden. Ich glaube 7 oder 8. Stimmt das? Es sind immer 8 Runden, die ich mir hier jedes Mal anschaue. Achtung. Okay, locker. Gut, es waren jetzt 3 Headshots hintereinander, aber ich finde, das war in Ordnung, oder? Er hat immer dam-dam-dam-dam-dam-dam sogar nochmal reingeballert und hat sein Fadenkreuz gar nicht bewegt. Die waren einfach wieder drin gestanden. Er aimt einfach sehr, sehr gut. Ich habe jetzt gerade vorhin in meiner Aufnahme auch einige Headshots gedrückt, also mitunter in einer Runde. Mit der, ja doch, sogar mit der USP. Und die sahen sicherlich auch etwas so aus, ne? Jetzt will ich mal kurz gucken, wie sein Crosshair-Placement jetzt an der Stelle ist. Okay, das war ja, also, schlechter als Standard. Also er aimt schon irgendwie zu tief, so insgesamt denkt man sich. Wie kannst du so viele Headshots machen, du aimst zu tief? Er schießt auf seinen Mate, okay. Hey, Bube, hört mal auf jetzt, gell? Der hat, ist wahrscheinlich wegen Griefing angeklagt. Aber das war... War das was? Nee. Er ist hingegangen, hat gedacht, das wäre der Feind, schießt drauf. Es war sein Mate schießt ihn an, er schießt zurück, oder? Dann habe ich das jetzt schon wieder vergessen. Ich rede mir es manchmal schön, glaube ich. Und heute ist übrigens eine richtig fette Aufnahmesession. Es ist nach wie vor Mittwoch. Ich will heute einfach ganz viel aufnehmen, weil ich jetzt ja wohl langsam krank werde. Und sobald ich keine Stimme mehr habe, wird es schwierig mit Videos. Achtung, ich will kurz die Headshots sehen des Todes. Guck mal, er aimt voll niedrig. Aber macht dann auch keinen Headshot, es zuckelt nicht auf einmal nach oben. Also völlig normal. Gar keine Frage. Es steht gar nicht zur Debatte, dass er hier gecheatet hat. Ha, ich weiß wieder nicht, was ich hier machen soll mit dem. Ja, dann jetzt eben. Warum guckt er so komisch? Was macht er denn? Ich glaube, er sieht hier irgendwie einen Grafikfehler oder sowas, ne? Ja, doch, ich sehe ihn ja auch. Meint er etwa das Blut? Er ist völlig fasziniert davon. Vielleicht hat er auch gerade einen Schlaganfall, wer weiß. Kann ich jetzt hier vielleicht? Nee. Ich kann hier immer noch nicht rumschalten. Ich muss es mir einfach am Stück angucken. Ich kann nur pausieren. Das funktioniert, aber sonst geht nichts. Das Low ist einer, hier unten. Der könnte... Ja, er kommt wieder hoch, hat nur 3 Life. Ich glaube, da kann man jetzt nicht viel draus deuten wahrscheinlich. Er hat ihn noch nicht mal getroffen. Also, es ist möglich, dass er vorhin etwas anhatte, aber ich würde sagen, jetzt nichts. Überhaupt gar nichts. Da gibt es keine Vorsehung, er macht keine Headshots, beziehungsweise... Gut, das war ein Headshot, aber der war... Er dreht sich um und denkt sich, what? Wie habe ich den noch gekillt? Also, es gibt dieses Silent Aim oder wie es heißt, ne? Dass nicht das Fadenkreuz auf den Gegner zieht, sondern dass die Kugeln praktisch auf das gegnerische Model, also auf den, ja, auf den Feind ziehen. Könnte es so etwas sein? Warum habe ich ihn jetzt gerade auf Zeitlupe hier in dem Moment? Hohoho, da hat er Glück gehabt. The Blackbird!
Oh, der war nice. Er sah aber auch normal aus wiederum, ne? Dieser Headshot. Okay. Zwei, einer kommt, er hört ihn und gibt ihm die... Ah, okay, das war gar nicht... Der Mate hat ihm den geklaut, aber den hinten hat er geklatscht. Ah, was war denn das? Was für ein Homunculus. Er schießt auf seinen Mate mit der Deagle und mit der M4. Alles klar, Griefing. Es geht jetzt ja nicht um den Mate, ne? Shit, was soll ich jetzt machen? Er hat ihn da scheinbar gar nicht getroffen, gerade eben seinen Mate, ne? Es ist kein Blutgespritzt oder sowas, es war nichts. Also Other External können wir schon mal ausschalten, auf jeden Fall. Ich kann es nicht ganz klar sagen. Am Anfang sah es eine Millisekunde so aus, aber dann überhaupt nicht mehr. Also das kann man, würde ich auch sagen, eher weglassen. Wahrscheinlich wurde er wegen Griefing angepimmelt, weil er zweimal auf sein Mate geschossen hat. Jetzt ist das letzte Mal sogar ziemlich aggressiv. Ja doch, eigentlich antisocial. Ich meine, nur weil dich jemand Team flasht oder selbst wenn dich jemand anschießt, hast du ja trotzdem nicht das Recht, ihn anzuschießen oder zu töten sogar. Also, ja, Griefing. In so einem Moment. Ihr wisst, wir hatten schon so Momente, wo alle rumgeschossen haben und sie sich aus Versehen gegenseitig angeschossen haben. Das ist wieder was anderes, aber ich gebe ihm jetzt einfach hier den Grief. Er hat ja gezielt auf den Mate geschossen. So, was machen wir jetzt mit dem Aim Assist? Ich drücke jetzt auf insuffizient. Ich weiß, es gibt sicherlich einige, die sagen, du bist doch bescheuert! Aber ich versuche da wirklich immer nach möglichst bestem Gewissen vorzugehen. Und es sah mal so aus, als wenn es voll abgehen würde. Dann war es wieder so eine Mischung aus, wow, was war das jetzt? Aber dann wiederum kennt man die Situation. Man hat das selbst auch schon gemacht, ne? Boom, einen halt einfach weggeflickt. Man dreht sich um, klatscht oder macht ein paar Headshots hintereinander. Also vor allem die Sachen auf lang waren doch eigentlich total... Nee. Also ich werde ihm nichts drücken. Bis auf Griefing. Figge! Also ich finde, das ist eh eine schlimme Sache. Weil das eben auch gerade Leute machen, die ja gar nicht cheaten. Das machen einfach irgendwelche Hunde, die abspacken. Und da habe ich schon so viel Schlechtes erlebt, ja? Gerade bei CSGO schon so viel Schlechtes durch Teammitglieder, die so bescheuert sind. Du kaufst dir eine AWP, die wollen die AWP, du gibst sie ihnen nicht. Was passiert? Du stirbst. Deswegen bekommt da auf jeden Fall ein Griefing-Report von mir. Ich lese sehr gerne wieder eure Meinung zu diesem Fall. Auch im Nachhinein ist es sehr wichtig für mich, weil ich daraus auch selbst einfach noch lernen kann. Einige von euch schreiben mir dann echt wirklich richtige Tatsachenberichte, fundierte Geschichten und auch schlicht und ergreifend Tipps, die ich bei den kommenden Videos anwenden kann oder Dinge, auf die ich achten soll. Also haut alles raus, na? Macht's gut. Ciao. Ciao.